Hi und herzlich willkommen zu unserer Azubi-Couch. Jetzt haben wir unseren ersten Gast hier. Magst du dich einmal selber vorstellen? Mein Name ist Sarah und ich arbeite in der Ausbildungsabteilung bei der EWTL GmbH. Ah, sehr cool. Sarah, Kaffee oder Tee? Definitiv Kaffee. Und Sarah, du hast ja die Ausbildung bei EWTL gemacht und wurdest dann direkt übernommen. Aber was war denn dein Highlight während deiner Ausbildung? Also ich habe ja das duale Studium Betriebswirtschaftslehre gemacht. Mhm. Und mein absolutes Highlight, das waren relativ viele Dinge. Also ich fand die Unternehmenskultur super, die Events haben mir gut gefallen und auch ja, die abwechslungsreiche Ausbildung einfach an sich. Was waren das für Events? Also wir hatten mehrere Azubi-Events, dass wir nur mit den Azubis was zusammen gemacht haben. Dann aber auch so Unternehmensfeste, Konzernfeste. Das hat immer viel Spaß gemacht und man konnte eben viele neue Leute kennenlernen. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Wir finden das auch so super, dass du quasi direkt, als du übernommen wurdest, bist du ja in Abteilung Ausbildung gelandet. Was hat sich denn für dich verändert und warum wolltest du gerade bei EWE bleiben? Also verändert hat sich so ein bisschen die Perspektive. Das war so ein bisschen wie so ein Blick hinter die Kulissen. Das war auf jeden Fall super spannend. Viele neue Eindrücke konnte ich gewinnen. Und warum ich bei EWE bleiben wollte, das war tatsächlich, mir gefällt das Unternehmen gut. Ich finde, EWE hat unglaublich viel auch zu bieten, sowohl für Azubis als auch für Mitarbeiter. Es ist schon ein guter Arbeitgeber hier in der Region und ich selber bin auch sehr heimatverbunden. Von daher gefällt es mir hier umso besser. Was findest du, was ist denn das Beste, was die EWE-Tel bietet? Also ich mag den familiären Umgang tatsächlich. Ja. Also durch die Dudes-Kultur, die wir im Unternehmen haben, ist es unglaublich familiär. Also man kann die Leute gut auch mal um Hilfe fragen und ich fühle mich einfach rundum wohl im Unternehmen. Sehr schön. Ja, und jetzt, wo du auch die ganzen Hintergrundinformationen hast, was ist denn für dich so der Punkt, wo ihr am meisten drauf achtet bei einer Bewerbung? Also wir gucken in Summe eigentlich auf das Gesamtpaket. Das heißt, wir gucken auf den Lebenslauf. Dann ist für uns aber auch das Anschreiben unglaublich wichtig. Also, dass da auch drin steht, vielleicht nicht, dass unbedingt nur die Stärken aufgereiht werden, sondern tatsächlich, dass auch erklärt wird, warum bin ich vielleicht teamfähig? Wenn es dann sowas ist wie, ich spiele Fußball, seitdem ich 11 bin. Mhm. Das sind so Sachen, die interessieren uns, weil so eine Bewerbung, die ist kurz und knapp. Und wir wollen aber so viel über die Leute erfahren in der Bewerbung. Von daher ist uns das halt extrem wichtig. Oder auch sowas wie Praktika, die vielleicht gemacht wurden, Nebentätigkeiten. Auch wenn die gar nicht unbedingt was mit dem Job zu tun haben. Aber uns interessiert einfach die Person hinter der Bewerbung. Von daher ruhig so viel Input auch eben reingeben, wie man hat und nicht irgendwas vielleicht auch verschweigen. Aber jetzt auch kein seitenlanges Anschreiben, oder? Nein, also so ein Anschreiben, das sollte ungefähr eine Seite umfassen. Okay. Länger braucht das gar nicht sein. Mhm. Aber da halt auch schon eben sagen, warum bin ich die Richtige und was sind meine Stärken? Hattet ihr denn schon mal so ein richtig kreatives Anschreiben, wo du gedacht hast, so wow, auf den Punkt getroffen? Oder auch einmal eins, was gar nicht daneben war? Also was wir immer nicht so gut finden, sind so ganz kurze Anschreiben, wo dann einmal sagt, Mensch, ich habe Bock auf den Ausbildungsberuf und das war's eigentlich, indem halt nicht klar wird, warum man die Ausbildung machen will oder warum man das Unternehmen vielleicht ganz gut findet. Ja. Wir hatten tatsächlich schon einige ganz gute Anschreiben. Wir hatten ein Anschreiben, was aufgebaut war wie eine Geschichte, eine Art Märchen. Das war schon cool. Das war ganz cool. Also ist das gar nicht so überzogen, wie man denkt, sondern das so kreativ wie möglich ist eigentlich das Beste. Und so persönlich wie möglich dann. Richtig, um halt aus der Menge herauszustechen. Ja, cool. Und jetzt haben wir noch eine Frage, die uns auch sehr interessiert, weil du ja auch hier deine Ausbildung gemacht hast. Was war denn das Peinlichste, was dir in deiner Ausbildung passiert ist? Natürlich schwierig. Viele Kleinigkeiten, aber was glaube ich so das Schlimmste war für mich auch, war erster Tag, beziehungsweise vorm ersten Tag eigentlich. Ich bin direkt zu spät zum Auswahlverfahren gekommen. Oh. Direkt positiven ersten Eindruck hinterlassen. Waren jetzt nur 10 Minuten, aber das war für mich schon unglaublich unangenehm. Wurdest du komisch angeguckt dann? Es ging, also sie sagten so, ja Mensch, schön, dass du auch da bist. Und dann haben wir losgelegt, aber das war mir persönlich unglaublich unangenehm. Kannst du dir dann immer noch Witze darüber anhören in der Abteilung? Die einen oder anderen Spruch kann ich mir schon mal anhören, aber in der Regel sagen die, ach Mensch, schwamm drüber, du hast ja trotzdem geschafft. Ja, trotzdem sitzt du jetzt ja hier. Ja. Genau.
sehr schön. Und darüber freuen wir uns auch richtig, dass du hier sitzt. Und wir sind echt dankbar dafür, dass du unser erster Interviewpartner warst. Sehr genau. Gerne. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.